So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und ich bin gerade auf dem Weg zur Apostelkirche. Da geht nämlich ein mega Raid auf. Ein mega Rex Blizzard. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass der mega einfach sein soll. Das ist ja ein Eistyp und Pflanzentyp. Und Eis und Pflanze hat beides eine Schwäche gegen Feuer. Jetzt könnte man mit Feuer-Pokémon den richtig gut solo alleine plätten. Das klingt interessant. Ich habe jetzt meinen Main-Account wieder, deswegen möchte ich mal dahin und möchte mir das einfach mal von der Nähe aus angucken. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Mega-Raid solo gemacht. Ich habe damals Deoxys mal solo gemacht, irgendwas. Jetzt kommt Sherox bald rein, Mega Sherox soll angeblich auch solo gehen. Genesect, solo, alles hin und her. Ich gucke mir das an, hier ist ein schöner Platz. Hier ist auch niemand, das ist die Arena. Das ist die Apostelkirche. Da wollen wir uns jetzt ein Plätzchen suchen. Nehmen natürlich Mega Glurak. Mega Entwicklung, Best Buddy, Level 50, 100%, hohe Kanonade. Und mal gucken, wie viel Restzeit ich übrig habe und ob ich es ganz alleine wirklich nur mit Mega Glurak schaffe. Ich glaube, ich schmeiß mich einfach in die Wiese. So, ich bin beim Raid angekommen. Der Raid ist auch schon auf. Hier ist Mega Rex Blizzard im Mega Raid Stufe 6. Wir gucken uns den mal kurz an. Mega Rex Blizzard sieht eigentlich richtig cool aus. Ist eigentlich auch ein geniales Pokémon, würde ich sagen. Habt ihr schon mal was mit Mega Rex Blizzard gemacht? Ja, nein, schreibt es mir in die Kommentare. Ich muss aber jetzt noch was machen. Und zwar muss ich auf meinen Glurak, was ich ja jetzt nehmen möchte, und macht da eine mega Entwicklung raus. Wichtig ist, dass ihr nicht Glurak X, sondern Glurak Y nehmt. Der X, der sieht zwar cooler aus, ist aber eher als Drachenangreifer zu nutzen. Und Mega Glurak Y nimmt man dann eben als Feuerangreifer, kommt auf über 5000 WP. Ich habe mir, glaube ich, auch ein Team erstellt jetzt, wo eben nur dieses Glurak drin ist. Möchte es damit jetzt mal probieren. Feuerwirbel, Lohe, Kanonade, Drachenklaue hat er. 100% Level 50. Wir gehen hier drauf. Wir machen auch eine private Lobby, dass da keiner mitmacht. Ich habe keine Pässe mehr. Warte mal. Gibt es hier gerade super heftige Boxen? 18 Pässe, 5 Brutmaschinen, Rauch, Superball. Ist, glaube ich, günstiger, als wenn ich mir für 1800 die einzeln kaufe. Ich kaufe mir mal eine große Box, damit ich einen Pass habe für Vor-Ort-Raids und auch gleich Superbrutmaschinen wieder. Wir wollen ja auch Eiervideos machen. Schmeißen den mal hier rein. Gruppe erstellen ist ja jetzt wurscht. Wir können mal kurz gucken, wer noch online ist, so Freunde hinzufügen. Wir dürfen halt niemanden einladen, aber wir können ja mal kurz mal schauen. Tenjal, Skinny, Alex, Ara Ara, Simp. Bier Benny, Blood and Tears, Blue Grizzly, Brotpilot Lima, Burkhard, Burndown, Candy Shop, Crank, Cumulus, Daniel Chilling, Drogon, Eisentech, Fabi, Faustball, Basti, Krigi, Heise, Jens, Jason aus Elm, Kasperl, Kopfine, Marcel und Gizmo, Master der Rekte, der Echte, der Rekte, Matze, Meisterfänger, Mestjungi, Otacon, Pet Shop, Girl, Reifeisen, Bank, Robert 100er, Sevo, Shiny Freund, Thomas, Tiber, Unsere Sache, Joel, Jaja, Jaxa, mehr. Leute werden mir gar nicht online angezeigt, haben vielleicht ihren Online-Status einfach rausgestellt. Ich möchte ihn jetzt also hier mal machen. Bei mir ist jetzt gerade Montagabend, Montag irgendwie 18.21 Uhr. Mittwoch ist ja schon Raid-Boss-Wechsel, das heißt, Mittwoch kommen dann schon Mega Sherox rein, Mittwoch kommt Genesect rein. Ich will das vielleicht am Dienstag noch hochladen als Video abends. Ich bin am Dienstag nicht da, ich bin am Dienstag in Meiningen. Deswegen wird es am Dienstag eigentlich gar keinen Stream geben. Wir wollen aber mal probieren, ich habe Konstin schon ewig nicht mehr gesehen, dass ich vielleicht in Meiningen, in diesem komischen Park beim Bahnhof, die Spotlight-Stunde mal stream von unterwegs. Konstin vorbeikommt, mitmacht. Der hat ja damals immer die C-Days mitgespielt. Vielleicht ist Dragonite auch dabei. Pupsi ist wahrscheinlich dabei und Marie. Mal gucken, ob das alles so klappt, ob es da Probleme gibt. Das schauen wir uns dann an. Das Ding ist auf jeden Fall jetzt hier am Start. Ich hätte eigentlich ein paar Tränke wegwerfen sollen.
Eigentlich müsste man alle Tränke wegwerfen und dann nur Top-Beleber und Top-Tränke drin haben. Aber egal, wir machen auch keinen Lobby-Trick. Wir gehen jetzt einfach hier drauf. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich mit dem iPhone überhaupt gemäß hier so einen Solo-Raid mache. Wir haben einiges umgerüstet. Sehr effektiv. Das sieht ja schon mal interessant aus. Aber ich muss den bestimmt jetzt noch 1000 Mal wiederbeleben. So. Wenn er noch ein Ding macht, bin ich tot. Deswegen war es wichtig, dass wir das Team gemacht haben, dass wir, wenn er tot ist, einfach zurückgehen wieder. Alle Pokémon wurden besiegt auf den Beutel. Ja, jetzt habt ihr das Problem, dass man immer bis runter muss und dann zurück und dann erst wieder drücken kann. Da kriegt er eigentlich auch immer wieder ein bisschen Energie dazu. Gerade das, dass du aus der Lobby, dass du in die Lobby zurückkommst, ist das, was Zeit kostet. Genau das ist das, wo der Gegner immer wieder Energie bisschen drauf kriegt, was es ein bisschen komplizierter macht. Hätte man einfach nur irgendein Team genommen mit 6 Feuer-Pokémon, wäre das wahrscheinlich einfach viel einfacher. Man hätte so viel Zeit übrig, aber ich möchte es trotzdem so probieren. Ich habe mir vorher erst überlegt, was wäre, wenn man jetzt einen zweiten Account nimmt. Den zweiten Account mit in die Lobby packt, aber eben mit dem nichts macht, auch kein Team wählt oder so, dann hat man doch bestimmt nochmal bester Kumpel Boost, macht nochmal mehr Schaden, weil man ja beste Kumpel ist mit dem anderen. Es sind 100 Sekunden vergangen, wir sind theoretisch schon bei der Hälfte, also selbst, dass ich jedes Mal sterbe und wieder raus muss und wieder beleben muss und wieder rein muss, ist das hier eigentlich eine relativ sichere Sache, wie man sieht. Ich bin schon wieder tot. Ist ein bisschen nervig, dass ich dann immer wieder scrollen muss, anstatt einfach direkt drauf zu gehen. So, ist jetzt wieder bei der Hälfte. Wir kommen jetzt plötzlich zu den 150 Sekunden runter. Das hat uns jetzt halt wieder ein bisschen Zeit geraubt, aber wir holen ja jetzt wieder auf in dem Moment, wo wir angreifen können. Ich weiß die WP leider jetzt nicht vom 100er, wie gut oder schlecht das dann wird. Wir fangen es einfach. Ich glaube, ich habe genügend silberne Ananabären, sodass wir auch die doppelten Bonbons mitnehmen können. Gehen jetzt wieder hier drauf, machen es nochmal, zack, beleben, zurück, wischend aufs Team, wieder rauf. Ihr seht, er hat wieder Energie dazu gehabt. Wir müssen also weiter drücken, es ist noch nicht entschieden. Es hat abgenommen und es gibt wieder Energie dazu. Es nimmt ab, es geht rauf, es geht runter, es geht rauf, ich verstehe es nicht. Manchmal sieht es richtig brutal aus, da geht so viel mit einmal weg. Und dann beobachtest du den Balken und siehst nur, wie einfach wieder ein Stück sich füllt. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, wieso das so aussieht oder was das bedeutet. Aber egal, wir hauen einfach weiter drauf. Wir haben immer noch 100 Sekunden übrig gleich. Wir sind deutlich unter einem Drittel. Das ist kein Drittel mehr, jetzt ist er auch rot. Wir sind noch über 100 Sekunden, also wir werden wahrscheinlich trotzdem noch zweimal sterben. Wir hauen weiter drauf. Brauchst richtig heftige, spannende Musik, dass die Ohren schlackern wahrscheinlich. So, alles alleine, nur mit Mega Glurak. Jetzt acht auf die Energie. Das ist so ein kleines Fötzelchen. So, und jetzt ist es im Prinzip das Doppelte von dem, was da war. Wer das also noch nicht wusste, deswegen gerade wenn ihr Duo-Raids macht und ihr wisst, dass es knapp wird, achtet darauf, dass ihr nicht beide zur gleichen Zeit sterbt und beide zur gleichen Zeit in der Lobby zurück seid. Dann nimmt der eine nur 5 Pokémon, der andere nimmt 4 Pokémon. Ach, der eine nimmt 6, der andere nimmt 5. Und wenn der eine tot ist mit seinen 5, heilt der, geht zurück, dann ist der da und dann ist der andere vielleicht erst tot, sodass die abwechselnd dann immer sterben. Das ist immer so ein kleiner Trick, den man noch anwenden kann. Haben jetzt hier ein paar Bären bekommen, ein paar Sonderbonbon XL, auch gut, Hyperdränge. 4 Sonderbonbons normal, 1000 Sternenstaub, okay. 10.000 Erfahrungspunkte. Letzte Attacke eingesetzt, der wenigstens etwas. 150 Mega-Energie für das Rex-Blizzard. Das seid ihr hier, ihr steht jetzt hier auf der Kamera, ne? Zack. Ihr seht ja mal ein bisschen die Umgebung, wie das hier ausschaut.
Ansonsten kann ich das jetzt hier nicht umstellen oder was? Toll. Sitzt jetzt hier vorne. Dicker, ich will doch gar nicht so. Mach mal den AR-Modus aus. Ich will einfach nur ganz normal fangen. Ich habe das noch nie anders gemacht. Ich nehme jetzt auch die silberne. Körfen. Treffen hoffentlich einfach fabelhaft fürs Video, dass das gut aussieht. Like a pro. Er kommt wieder raus. Wir haben aber noch mehr. Wir curven einfach weiter. Wir curven wieder. Der ist auf jeden Fall mega aggressiv. Und daneben geschossen. Daneben geschossen, daneben getroffen, drunter geworfen. Keine Ahnung. Bleib bitte jetzt nicht drin. Ich brauche wenigstens noch einen einfach fabelhaften Komm. Das muss perfekt aussehen im Video. Oh, Digga! Ich werfe jetzt nur noch, wenn der angreift. Das sind mir sonst die Bälle zu schade. Ich habe gedacht, das wird ein leichtes. Du wirfst einfach, der bleibt einfach drin. Das passt so, aber nee. Der ist ein bisschen widerstandsfähig, wie man sieht. Er wehrt sich. Er ist jetzt trotzdem drin. Wir werten ihn auch gleich mal. Und es ist ein 13-12-12. Und es steht natürlich wieder Römhild Thüringen da. Ja. Immer dieses Spoofer. Ich bin aber eigentlich in Hildburghausen, aber es steht trotzdem Römhild Thüringen da. So, ansonsten hier sitzt ein Flauschling, könnte ein Shiny sein, ist es aber nicht. Schreibt ihr mal rein, habt ihr auch schon ein Mega Rex Blizzard Solo gemacht? Habt ihr es mal probiert? Was habt ihr so für Pokémon genommen? Habt ihr den Lobby-Trick genommen, also den Zeit-Trick mit der Lobby? Habt ihr irgendwas anderes probiert? Was war euer Team? Wie viel Zeit hattet ihr übrig? Wie habt ihr es gemacht? Was gibt es noch für Methoden? Das war mein Mega Rex Blizzard Solo Raid. Der sich trotzdem länger gezogen hat. Aber wie gesagt, dafür nur mit Mega Glurak. Kann man machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.